Und hallo, halli, hallo, meine lieben Freunde des Entertainments. Hier ist Mason Rettis. Wir haben Sonntag Nachmittag und ich bin, glaube ich, noch im Suff. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart-mouthing while you can. Oh ja. Wie ihr gehört habt, haben wir Krauser ja fertig gemacht. Und zur Erklärung, wieso ich noch im Suff bin. Ach, Moment. Stimmt. Wow. Das sind aber viele. Ist da algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Viel Verkehr, ne? Tja, das nenne ich schon mal hier Unterstützung. Oh yeah. Now that's what I call backup. Oh yeah. My name's Mike. You're looking for firepower, you come to the right place. Oh, der Mike, der ist krass. So, zurück zu meiner kleinen Erklärung, wieso ich jetzt im Suff bin. Ich war Samstag, also gestern Mittag bis heute um... Oh. War ich denn heute wieder da? Um... Viertel nach 10? Nein. Doch, Viertel nach 10. Waren wir hier grillen und dick Party machen quasi. Oh yeah, got that scumbags. Dick Party machen und sowas. Und natürlich auch, ich bin nicht trinker, schon mal ein bisschen was getrunken jetzt auch. Und auf jeden Fall dick gegrillt und alles richtig geil gewesen. Bis auf ein paar kleine Dinge, aber es ist nicht alles perfekt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch angetrunken bin oder nicht. Aber ich denke mal, spielen kann ich immer. Hoffe ich mal. Hihi. Also so ein Backup ist geil, oder? Also ich find's toll, mal nicht hier umgebracht zu werden. Kommt da nicht normalerweise so ein Kerl mit einer... Kommt da nicht normalerweise so ein Kerl mit einer Gatling runter, meine ich. Hm. Egal. Na, du verdammter Bastard.
So, wieder mal ein bisschen aufräumen hier. Kennt mich ja, ich bin hier Ordnungsfreak. So, was ist sonst noch? Ja, bleiben wir mit dem hier. Oh yeah, Captain's Comebacks. Eine Pumpgun löst ja eh jedes Problem. Ja, komm doch, komm doch. Oh, das Geld haben wir echt nötig. Danke, Mike, du bist der Beste. Oh, Mike, ich mag dich. Vor allem, wie das sagte. Oh yeah, goddamn comebacks. Ich zieh mir mal lieber ein Kraut rein. Nur zur Sicherheit. Ah, hier sind auch welche, meine ich, oder? Wieso sterben die so scheiße schwer, verstehe ich nicht. Resident Evil, wieso tust du uns das an? Ich will's denn kaputt machen, diesmal. Jung! Mein kaputt! Oh, der Turm war noch nicht. Kaputt. Ups. My bad. Also jetzt sorry, wenn ich jetzt ein bisschen crappiger spiele. Ich bin noch ein bisschen KO. Ich hoffe, das stört euch nicht, denn, naja, sagen wir so, es kommt ja aufs Ergebnis an. Und werde es wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als sonst, aber solange ich fertig werde, oder? Hoffe ich mal, stört es euch nicht. Jetzt unten welche oder nicht? Da ist der gewesen. Ja, diese Misten sind irgendwie überall und nirgends, ne? Und ich versuche mich so schnell wie möglich zu beeilen. Weil ich habe selber, wie gesagt, keinen Bock, das immer so 100 Parts zu rendern. Weil es einfach nur zeitaufwendig. Also ist nicht so, dass ich es ungern mache, sondern es ist einfach nur zeitaufwendig. Es dauert einfach nur scheiße lang. Ah, da ist doch ein Kern in der Kettensäge. Und das finde ich echt uncool, immer so, so, ne? So irgendwie mehr Zeit damit zu verbringen, diese Dinger zu rendern, als eben es zu spielen. Ja, komm doch. Ja, komm. Ja, komm, Jung. Hab ich mir gedacht. So, wieder hin und her sortieren, ey. Okay, Leben ist wenigstens voll. Ist da oben noch der Wichs mit der... Ja.
Bombs away! Bam! Ach scheiße, den muss man direkt in die Fresse schießen. Also ohne Skrupel, einfach immer aufs Maul. Dann habt ihr eigentlich immer gute Chancen. Ein bisschen, ja. Habe ich in seine Richtung geschossen? Ich kann auch nicht den Heli abschießen, oder? Und tot. Oh yeah. So. Lang geht der Kapitel auch nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, schon, er geht noch ein bisschen, aber. Boah. Echt sorry, ich bin ein bisschen. Achso, da unten war der, okay. Tschüss. Hab ich gerade den Pfeil aus Versehen? Junge. Das war doch krass, den Pfeil mit dem Scharfschützen weggeschossen. Oh Mann. Okay, ich muss sagen, der Kapitel geht doch ein bisschen länger, aber. Es ist eh jetzt Ende. Also nach dem Kapitel ist eigentlich nur noch Bossfight gegen Sattler. Oder Sattler eben. Finde ich, hört sich cool an. Okay, das können wir spannend sortieren, aber die können wir direkt dahin packen. So, und ich wollte mal jetzt langsam die. Was mach ich da jetzt? Oh Gott. Ja, komm. Ich wollte langsam mal die restlichen Waffen alle aufmotzen. Oh Gott. Damit ich dann. So, hier sind wir gut in Deckung. Was zur. Damit ich dann eben gleich so schön alles hochgearbeitet habe, damit ihr seht, dass das in einen Durchgang sozusagen geht, wenn man eben. Schön alle Schätze einsammelt. War doch nicht. Achso, die gehen ja drum, stimmt. Aber es kann ein bisschen dauern noch. Komm schon. Och. Och, gemerkt, ich hier bin. Oh ja, haben wir echt. Lauf, Junge! Also ich würde sagen, wenn das Ding kaputt geht, schnell hinlaufen, weil, da gibt es noch Kohle. Das ist ganz andere Zeug da. Ist ein bisschen hier tricky. Aber es ist wert, finde ich. Ne? Oh yeah, goddamn scumbags! Wo ist denn jetzt mein Heli eigentlich, der jetzt die ganze Zeit die Wichse abschießen soll? Da war ich schon. Oh. Actionfilm-Style, ich werde nicht getroffen. So. Was zur. Ich war doch. Bastard, ey. Bastarde. Alles Bastarde. So. Was brauche ich jetzt? Na, das reicht.
wäre schön, wenn meine Unterstützung mal kommen würde. Aber das Einzige, was man jetzt machen muss, ist laufen, ducken, laufen. Finde ich jetzt persönlich. Also man muss jetzt nicht nichts Besonderes machen. So, jetzt macht er das auch noch kaputt da hinten. Ja, hopp, hopp. Okay, weit haben wir es echt nicht mehr, weil ich glaube, da ist nichts los. So, und dadurch die Gänge ist nur noch ein bisschen rumgelaufen. Ach du Hurensohn. Puta di merda! Ach, das war jetzt der Hubschrauber, der jetzt noch schießt. Scheiß auf die. Oh ja. Ja, um ehrlich zu sein, ist mir auch egal. So, ich check noch schnell mein Inventar. Na, was mach ich da? So ist doch viel, viel besser. Ja, dann bleiben wir mal dabei. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Tragödie. Hm, warte. Ach, da oben ist es. Oh yeah! Oh Mann. Die Frage ist, wieso trifft der Leon nicht? Achso, der ist hinter einer Säule, okay. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Oh ja. Yeah, hey, I know a good bar. Achso, das Ding fliegt auch noch. Ja, ist klar. So, im Kreis, ne? Oh Mann. Leider hat der Fussel recht, diese Dinger fliegen 99% rum und explodieren dann. Leider war dieser sehr hilfreich und ich fand ihn auch sehr sympathisch. I'll make sure you're the next to go, Sadler. Oh yeah. Motherfucker. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Danke. So, wo war das hier? So war das jetzt da. Ja, der Settler ist echt eine Missgeburt, ey. Ich meine, der Flieger war schon cool. Müsst ihr zugeben. Der war echt krass. Der hat das schon irgendwie so Style, ja. Dann kommt der Missy da und tötet den einfach, weil der Spaß dran hat. Das ist echt uncool. Konnte er nichts für, verdammt. War hier irgendwo ein Schatz?
Nee, erst nächste Area. Oh ja, die werden wir zahlen. So Motherfuckers. Mann, da war ich so cool. Oh Gott, ey. Ihr müsst mich wirklich entschuldigen, diese Parts jetzt hier, diese hier 5, ist das 5-4? Ihr müsst mich echt entschuldigen, das ist... Ich hab mit Eugen in ein Schlauchboot geschlafen, ja, das war Sardinen-Style, ey. Bah.